heute hier, weil ich sehr schade finde, dass die CDU Wetzlar und auch Pro Polizei bisher sich nicht daran beteiligt hat, wenn die MPD zum Beispiel in der Stadthalle Bands wie Kategorie C spielen lassen wollte und sie dagegen keine Mahnwache abgehalten haben. Das finde ich sehr schade. Und deswegen stehe ich heute hier und möchte darauf aufmerksam machen und würde mir wünschen, dass es auch eine Mahnwache gegen Rechtsextremismus gibt. Ich bin prinzipiell auch immer gegen Gewalt. Das Lied, um was es geht, wird von der Band nicht mehr gespielt und auch nicht mehr produziert. Sie haben sich davon selber schon in mehreren Interviews distanziert. Und wenn man sich andere Musikgenres anguckt, gibt es auch immer Texte mit Gewalt. Also ich finde es ein bisschen heuchlerisch zu sagen, wir sind nur gegen diese Gewalt, in Anführungszeichen, aber zum Beispiel nicht gegen rechte Gewalt oder gegen andere Arten von Gewalt, gegen Frauen zum Beispiel. Ja, wie ich eben gesagt habe, im Bereich Rechtsextremismus, Wetzlar hat ein sehr großes Problem mit der MPD und mit rechts. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie sich auch nach Ihrem christlichen Menschenbild auch dort engagieren würden. Ganz einfach aus dem folgenden Grund, weil das Ganze hier nicht unter dem Vorwand der Menschenrechte organisiert wird, sondern weil das halt einfach nur von Hans-Joachim Irmer ausgeht, genauso wie er auch Vorsitzender des Vereins Pro Polizei ist. Und ich finde, es ist einfach eine riesig große Sauerei, dass jemand, der für die CDU im Bundestag sitzt, zum Thema dem Mordanschlag auf Walter Lübcke oder letztes Jahr das Kategorie C-Konzert, was hier angekündigt wurde, was von der NPD organisiert wurde, dazu gab es weder so Veranstaltungen noch Mahnwachen. Und jetzt tritt hier eine Punkband auf und auf einmal wird hier unter dem Vorwand der Menschenrechte und wir müssen die Polizei schützen, eine Veranstaltung abgehalten, die in meinen Augen lächerlicher nicht sein könnte. An welcher Stelle würdest du dir denn von der CDU mehr Engagement wünschen? Ja, im Kampf gegen rechts. Ich nehme an, wenn die Bands sich für Menschenrechte organisieren und wir jetzt zum Beispiel eben bei der Veranstaltung von der Crew der Juventa 10, welche auch von der Band Feine Sahne Fischfilet ausgegangen ist, denke ich, werden sie wahrscheinlich immer wieder auftreten. Aber so wie es irgendwelche anderen Gruppierungen sind, denke ich eher weniger, dass da irgendwie was kommen wird. Ich meine, wie gesagt, wie schon angesprochen, als letztes Jahr Kategorie C im Rahmen der NPD-Tagung, Sitzung, ich weiß gar nicht genau, was es war, auftreten wollte. Da gab es nicht solche Veranstaltungen oder irgendwie irgendwas, genauso wie es keine Mahnwache zum Thema Walter Lübcke gab, obwohl das ja ein Parteigenosse gewesen ist, also ein Parteikamerad. Ich finde, die Mahnwache ist doch vollkommen überflüssig. Natürlich darf jeder sich irgendwo versammeln und ein Schild hochhalten, aber ich verstehe den Sinn nicht so ganz. Bloß weil hier so eine kulturelle Veranstaltung in der Stadthalle ist, wo man ein bisschen lebhaft zur Sache geht, machen die da so ein Gedöns. Also finden Sie, dass es ist unberechtigt, heute eine Mahnwache zu halten? Ja, vollkommen überzogen. Weswegen würden Sie denn, was würden Sie denn sagen, zu was man denn eine Mahnwache halten sollte? Ja, es gibt viel Schlimmeres. Wieso soll man denn eine Mahnwache machen, wenn ein Punkrock-Konzert stattfindet? Wenn man für Meinungsfreiheit ist, da können doch die Punker hier so viel Mucke machen, wie sie wollen. Finden Sie, dass es dann kein gutes Engagement der CDU hier? Das ist ein schlechtes Engagement. Man sollte sich eher engagieren, wenn Leute irgendwo ihre Meinung äußern und wenn die dann praktisch ihre Arbeit verlieren oder anderweitig verfolgt werden in anderen Ländern. Bloß weil hier ein paar Punker vorbeikommen, ein bisschen fetzige Musik machen, ein bisschen satirisch lustige Texte drauf haben, machen die hier so ein Zinnober. Ne? Ich hätte von der CDU in Wetzlar, weil sie auch sich als demokratische Partei versteht, würde ich mir mehr Engagement erwarten gegen so faschistische Organisationen wie die NPD oder gegen so pro-faschistische Aufbauorganisationen wie die AfD. Ja, selbstverständlich hätte ich Lust, den netten Menschen von Hessen kennen, ein Interview zu geben. Weswegen bist du denn heute hier? Ja, also ich muss sagen, ich habe vor kurzer Zeit mitbekommen, dass die CDU hier eine Mahnwache machen will, weil sie gegen eine Band, die heute in der Stadthalle demonstriert, auf die Straße geht. Und das wollte ich mir einfach mal anschauen. Ich finde das nämlich interessant. Normalerweise sieht man ja von der CDU gar nichts hier. Also wenn Nazis zum Beispiel im offenen Aufmarsch sind, habe ich von denen noch nie irgendwas gehört. Oder als der Parteikollege Walter Lübcke von denen ermordet worden ist, habe ich irgendwie auch nichts gesehen. Oder bei den ganzen Polizistenmorden. Ich weiß nicht, irgendwie. Deshalb hat mich das mal interessiert, was die so wütend macht, womit die sich so beschäftigen, was sie so beschäftigt, ja. Wo würdest du dir denn mehr Engagement der CDU wünschen? Na, vielleicht mal beim Klimaschutz oder bei der Faschismusbekämpfung oder damit mal die Arm-Reich-Spanne in Deutschland nicht so weit auseinander geht. Oder hier,
bei der Polizei. Ich würde mir wünschen, dass die CDU sich besser um die Polizei kümmert. Die haben in den letzten 20 Jahren in Hessen systematisch Stellen gestrichen ohne Ende und die runtergewirtschaftet. Kürzungen ohne Ende. Also ich finde, die CDU sollte sich mal besser um die Polizei kümmern. Das haben die ordentlich verballert in den letzten 20 Jahren. Die CDU ist der Meinung, dass die Band, die hier heute auftritt, sehr linksradikale Texte hat. Bist du denn auch der Meinung? Naja, also ich muss sagen, ich habe ja schon erwähnt, ich habe mich jetzt mit der Band nicht beschäftigt, weil ich höre zwar schon gerne linke Musik, aber jetzt nicht so viel, aber ich kenne Analysen von den Liedern von denen und es gibt schon ein Lied von denen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, was faktisch linksradikal bzw. polizeiaufhetzend interpretiert werden kann. Aber die Band, das ist auch von 2011, hat sich schon lange davon distanziert. Das spielen die auch öffentlich nicht mehr. Von daher würde ich nicht sagen, dass sie linksradikal sind. Nee. Und die Leute, die hier stehen, ich weiß nicht, die sind, ich würde mich eher mit denen auf einen Kaffee treffen als mit denen da drüben. Die sehen irgendwie ein bisschen verklemmt, würde ich sagen, aus, ja. Man kann gegen die Musik sagen, was man möchte. Das ist jetzt leider auch nicht so mein Fall. Aber hier gegen Menschen, was steht da, Hetze gegen Gewalt und was weiß ich nicht alles, hier zu stehen. Ich frage mich, wo die standen, als die NPD, die gut zu sehen hinter dem Verein Pro Polizei steht, da war und in die Stadthalle wollte. Da hat man von der CDU bzw. von Pro Polizei leider wenig gesehen, außer Herrn Steinraths, der ja dann auch in einem Video bei euch gesagt hat, dass er hier gegen Rechts- und Linksextremismus dort sei. Wo würdest du dir denn mehr Engagement der CDU wünschen? Beim Rechtsextremismus, ganz eindeutig. Ich finde, es ist eine Farce, dass jemand, der jemand wie Herr Immer, der monatlich in seinem Wetzlar-Kurier gegen alles Mögliche hetzt, jetzt hier so eine lächerliche Veranstaltung auf die Beine stellt. Kinder instrumentalisiert für seinen Schwachsinn. Tut mir leid, anders kann ich es einfach nicht betiteln. Und ich kann meine Rage hier drüber eigentlich kaum in Worte fassen. Findest du, dass diese Band linksradikale Songs hat? Ich habe das gelesen, was in diesem unsäglichen Flyer von der CDU drin stand. Habe mich aber auch über Hintergründe informiert, die Band distanziert sich von den Texten. Das sind dumme Jungenstreiche gewesen. Das ist aus dem Jahr 2009. Wenn der Vorsitzende dieses Vereins da darauf angesprochen wird, was er in der Vergangenheit von sich gelassen wird, dann distanziert er sich auch oder, sagen wir mal, reagiert schnippisch. Das hat mit der Musik von damals, hat mit heute auf keinen Fall noch etwas zu tun. Und hier diese Veranstaltung deswegen aufzuziehen, ist total schwachsinnig. Zumal, jetzt gibt es hier den Verein Pro Polizei, der Herr Immer saß lang genug als Landtagsabgeordneter hier in Hessen im Parlament für die CDU. Die CDU war in der Zeit sehr lange an der Regierung. Und die Polizei wurde systematisch kaputt gespart in dieser Regierungsägide. Also, es ist lächerlich. Ich finde es so lächerlich, ich kann es kaum in Worte fassen. Ja, ich bin mehr oder weniger zufällig hier. Ich kam hierher, habe die ganze Polizei gesehen und dann habe ich den Kevin gefragt, meinen Schulkamerad, ehemaligen Schulkamerad, hat gesagt, es ist eine Demo wegen der Band, die hier spielt. Ne? Feine Sahne Fischfilet in der Arena und ja, wollte ich mich mal anschließen. Findest du das Engagement der CDU hier in diesem Maße gut? Also ich finde es etwas übertrieben, dass zu einer Demonstration aufgerufen wurde. Also wenn die meinen, sie müssten die Musik spielen, das ist nicht meine persönliche Musik, ich höre das nicht, aber Kunstfreiheit und ich denke, da muss man nicht unbedingt mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz argumentieren. Also das ist etwas. An welcher Stimme würdest du dir dann mehr Engagement der CDU wünschen? Also die CDU ist, ja, vielleicht sollte die etwas eine deutlichere Sprache verwenden, glaube ich. Ich finde, dass die Bundestagsfraktion so ein bisschen den Kontakt zu den Ländern verloren hat und den einfachen Leuten, möchte ich mal sagen. Und ich denke, die sollten vielleicht etwas denen das
näher bringen, soll ich sagen. Soll ich sagen. Ja. Denkst du, es wird hier von der CDU noch mehr Mannwachen geben, wenn zum Beispiel andere Bands spielen? Also das würde ich mal behaupten, ja. Also ich meine, der Hans-Joachim Irmer hat das ja, glaube ich, pro Polizei zu der Mahnwache aufgerufen. Und ich denke mal, ja, das wird wohl so sein. Wenn er das nochmal machen möchte, dann denke ich, dass dem da kein Einhalt geboten wird. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also ich finde das ein bisschen lächerlich, weil das ja an sich auch nur Menschen sind, die da ein bisschen Musik machen und eine gefährliche Band. Also wenn man so will, sind alle Bands gefährlich. Ja? Ob das Rammstein ist, wenn man sieht halt immer, liegt halt immer am Auge des Betrachters, wenn man ehrlich sein will. Ja, ja. Warst du schon mal auf einem Konzert von denen? Kannst du uns was erzählen? Kommen die sympathisch rüber oder sind die eher also total, oder? Die kommen auf jeden Fall sympathisch rüber. Aber es ist jetzt das erste Mal, dass ich da bin, aber sonst habe ich ja auch nichts zu sagen. Ja.